Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Prison Architect. Ja, was nicht, was ich sonst noch sagen soll. Der macht alles so. Welche Räume brauchen wir noch? Alle, die da links stehen. Wie sind das denn? Ein Hof. Ein Hof ist natürlich ganz wichtig. Wollte ich ja hier anlegen. Anscheinend vergessen auszuweisen. Minimal eine Tür. So. Wenn auf Pause ist, macht er das ja nicht immer direkt. Habe ich mir, glaube ich, gut gelungen. So. Ich weiß eigentlich nicht, hier könnte der bitte noch Gras verlegen. Passt da, glaube ich, besser. Und da ne. Was haben wir hier? Gehwegplatz ist Beton. Betonplatten? Ja, Betonplatten. Danke. So, dann eine wunderbare Küche sollte hier noch hingehen. Sollte sich ausgehen. Ich baue direkt immer alles in. Bisschen größer. Ach ja, übrigens, wer noch nicht mitbekommen hat bei meinen anderen Videos, ich werde jetzt immer normalerweise Halbstunden-Videos rausbringen. Weil ich ein Halbstunden-Video einfach finde ich einfach. Ja, bietet sich an. Unten. Da fehlt noch was. So. So. Perfekt. Halt, halt, halt. Ich dachte schon, da war gerade kein Strom. Achso. Scheinbar war ich auf. Ja, Rohre. Ich dachte schon. Kabel müssen noch. Kabel, sage ich schon. Rohre müssen noch verlegt werden. Die hier sind elektrisch, aber kühl. Ach. Ist auch ein Bug seit der letzten Version irgendwie. Der. Ist das noch Alpha? 6.26? Dauert ja auch immer. Ach. Wir. Ja, Sendeplan ist jetzt auch abgeschafft worden. Und daran halten du irgendwie so und so nicht. Ich halte mich dran, aber ich bringe eh immer ein bisschen mehr, weil wenn ich gerade Lust habe, mache ich eher Videos, wie wenn ich keine habe. Ihr versteht, was ich meine. So, ich guck gerade eben, ja, glaube ich, laut genug. Ist jetzt auch der Bug. Und da unten nach oben ist er eben nicht. Das verwirrt mich. Nee, es ist nicht gut. Und gehst du bitte so. Einrichtung jetzt. Eine schöne Gefängnistür. Und keine Personaltür, das seht ihr später. Da ja Leute arbeiten halt. Zwangsarbeit, ne. Was habe ich denn für Leute eingestellt? Also wie viele Büros brauche ich? 15, 16, 21 Büros und wie viel habe ich? Zu wenig. 21 Büros habe ich. Wer brauche ich? Nein. Ja, ich brauche noch. Jetzt noch. Da wollte ich ja eh so einen kleinen Bürotrakt machen. Da bietet sich das ja an. Türen werden verlegt in die andere Richtung.
Das letzte Büro. Ja, da habe ich es eh angedeutet. Materialien. Thomas. Und dann Einrichtung schwerer Gefängnisse. Da, da, da und da. Kann hier demontieren. 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 Und demontieren. Das hier können wir erstmal lassen. Aber natürlich. Nee, ein Büro braucht keine zwei Schreibtische. Zumindest glaube ich es nicht. Ist ja nicht realistisch. Ein Büro mit zwei Schreibtischen. Ja, Partnerbüros aber nicht in diesem Spiel hier. Wäre Geldverschwendung. Wo ich zwar ein bisschen im Minus bin, sagen wir es so. Den Tagesuniform. Hier lasse ich die Tür nochmal denn bei Psychologen. Ich gerne etwas. Ihr denkt, was? So. Tja, hat alles seine Sinne. Soll nämlich. Nein, es hat keinen Sinn. Na, das hier bitte. Alles lassen, oder? Was erzähl ich schon wieder für ein Quatsch? Das Büro kann ja keiner durch. Dass da alles geschmuggelt werden kann. Vor allem Luxusgüter, das ist ja. Ist ja unglaublich, Luxusgüter. Luxus ist in meinem Gefängnis verboten. Das am besten, schlechtesten gesicherte Gefängnis überhaupt. Ja. So, damit ist wenigstens mal der Anfang geschaffen. So, dann natürlich Stühle. Schreibtisch, Aktenschrank, 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 Stuhl, Stuhl, Aktenschrank. Ich möchte es in einem Büro fertig haben, damit ich das klonen kann. Egal. Dann brauche ich erstmal überall Stühle. Das ist auch nicht realistisch, dass ein Arbeiter so einen schweren Tisch tragen kann. Ist ja aber wirklich halt nicht so. Schleppt ja nie ein Arbeiter den ganzen Schrank rein. Wäre doch viel zu schwer, so einen 50 Kilo schweren Schrank. Oder wie viel der wiegt, zu tragen. Es gibt ja schon relativ schwere, die auch mal 100 Kilo wiegen können. Diese Riesenschränke da. Die Büros hatte ich. Welchen Boden? Holzboden. Okay. Materialien. Holzboden. Büros sind ja nicht wichtig, aber schön aussehen soll mein Gefängnis natürlich. Nee, das könnte ein fataler Fehler. Da kommt natürlich auch nichts hin, das wäre nur Geldverschwendung, nämlich. Mann, diese Wände bauen ist wirklich nicht die beste Arbeit. Ah, da kommt zum Beispiel ein Psychologe. Psychologenbüros. Angewöhnt kommen nur normale Türen. Gibt ja auch Kurse, die da absolvieren müssen. Kommt lieber eine normale Tür hin. Aber dafür gibt es jetzt Zusatzabsicherung. Da auch. Und da auch. Natürlich kommt da auch Holzboden.
Und zeigt er mir an, dass zwar ich. So, da liegt schon welcher. Da kommt noch Holzboden hin. Da kommt Holzboden hin. Da kommt Holzboden hin. Da kommt Holzboden hin. So. Hier und dann davor kommen, nämlich Metalldetektor. Büro, Direktor, 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 Direktor. Psychologe. Tür, normal, Tür davor. So, da ist ein, habe ich ganz übersehen. Metalldetektor und da wird eine installiert. So, das sieht man immer ein bisschen. Oder ich bin blind. So lange will ich sie natürlich auch niemand. Schwere. So. Nächstes Büro. Tal. Das Büro. Wäre. Schwere. 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 So. Dann noch schnell die Wände. Warum habe ich denn eine Lücke gelassen? Egal. Kommt eben eine doppelte Wand rein. Ist doch also schlimm. Die haben Zugang. Haben Zugang. Können wir schon mal rumlaufen. Kein Büro. Ach nee, ist ja ein Arbeiter. Ich dachte, das wäre. Bei mir auch Geld. So, dann. Metal Detectors. Ah, da liegt sogar schon liegen sogar schon Stromkabel. Kabel? Heißt das Kabel oder Kabel? Stromkabel oder Stromkabel? Da und da. So, da habe ich schon meine. So. Da wird schon mal gebaut. Dann das hier können wir natürlich. Reißen, weil man das nicht braucht. Und das mal später zum Totalabsturz des Systems. Das hier ist wenig ausgelassen. Ach, Auslastung ist doch wirklich. Okay. Okay, zu wenig dicke Rohre. Können wir auch schnell lösen. Fallen auch öfter mal weg aus. Da auch, dann. Da noch ein dickes Rohr und da ein dickes Rohr. Dann sollte es auch nicht mehr zu solchen Abstürzen kommen. Dann alle Büros werden mit Holz ausgebaut. Wir haben 21 Büros, ja. Dann unser wunderbares. Keinen wirklichen Nutzen. Singe ich aber schon. So, Räume. Sicherheit. Da kann man schön die Monitore. Man braucht zwar nicht den dafür, aber. Könnte ich den mal einen Riesenraum. Natürlich kann man da irgendwas Wichtiges. Das wäre schon wichtig. Deswegen hier schwere Gefängnistür. Dann Türkontrollsystem. Auch immer ganz wichtig. Monitor. Zwei Monitore. Dann hier Stationierung. Patrouille. Bis bitte immer. Sechs
7, 8 Felder. So viele Wachen wie. Dann hier eine schöne. Wir sind mehr stationiert. Bisschen mehr in Stationierung gehen. Anja, nur für Personal ist der Personalraum. Sicherheitsbüro werde ich auch. Sicherheitschef, Sicherheitschef. Ja, auch die ISO-Zelle. Nee. Moment. Davor kommt ein Metalldetektor, keine Ahnung. Theologe, Buchhalterin. Rektor, Direktor. Nee, ist auch für gefangen. So. Oder war ich direkt schon eine zweite Wasserpumpe? Eigentlich nie. In der Dusche, was können denn da schon rein? Eiste Fliesen. Lassen da gut rein, glaub. Und dann hier. Ah, der warnt mich wie immer. Ein wunderbares Aufnahmeprogramm. Ich irgendwie hasse. Sieht auch toll aus, aber. Und dann kann ich mich direkt an einen neuen. Gefängnisbereich ranmachen. So. Nee. Welche hatten wir hier? Wir hatten hier die Betonplatten, nicht wahr? Ja. Abreißen. Hier eine wunderbare Gefängnistür. Das hier ist ganz wichtig, denn hier sollen bitte auch Betonplatten hin. Errichtet Concrete Tiles. So. Das Ding hier wird gebaut. Ja, vielleicht habe ich den Gang doch ein bisschen zu eng geplant. So, ist das Ding inzwischen fertig? Apropos, hier brauche ich ja nur Schreibtisch, Stuhl und Aktenschrank. So. Dann kann ich. Ja, bau doch mal das so. Tunnel entfernen lassen, bitte. Sind zwar noch kein Ab. Laufgeschwindigkeit normal. So. Alle Tunnel entfernt. So. Hier waren zwar keine, weil noch angefangen. Kantine. Ja, die kommt in unterm Block. Das war eigentlich mein Personal Block. Personal Block. Werden aber egal. Die Kantine plane ich extra groß. Zwei Gang hier. 20. Und da oben können dann ein paar Zellen rein. Ich will das Gefängnis nicht zu groß planen. Ich will auch mehrere Kantinen haben, nämlich bei jedem Zellenblock einer, die nicht allzu weit weg sind. Irgendwie ist das ein blöder Bug. Alle Bugs sind blöder Bug. Bei der ist einfach nervig. Denn die nur blöd, der nervig. Da, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1.
Tisch, 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 Tisch. Na. Machst lieber Realist, man könnte so alles direkt aneinander stellen, aber in der Realität ist ja auch immer ein bisschen dazwischen frei. Da vorne können dann nochmal solche Tische oder Mülleimer oder so. Und meine Hauptkantine. Nee, was habe ich jetzt hier wieder gemacht? Ja, alles falsch. Alle Tische nochmal abreißen. Ich wieder für einen Unsinn angestellt. So ist natürlich richtig. Ein Architekt ist irgendwie nicht so beliebt auf meinem Kanal. Shiny, weil es keiner kennt. Aber auf jeden Fall ist das ein sehr schönes Spiel. Wo man auch mal lernt, wie so im Alltag ein Alltag ist. Im Gefängnis. Dazu würde sich natürlich auch Prison Architect eignen, aber. Schöne Alternative. So. Dann hier jetzt. Unseren Freund den Serviertisch. Der Freund die 1 Milliarde Serviertische. Also so geht's. Ganz verwunderlich. So. Und noch ein paar Mülleimer. Da können wir dann noch unseren Freund die Telefonzelle reinstellen. Telefonzelle. Und unseren schönen Freund die Toilette. Wo ist die nächste Wasserleitung? Irgendwo. Ist noch keine Wasserleitung in diesem Trakt. Dann wird das die Wasserleitung sein. So. Dann. Zelle. Machen wir mal eine Musterzelle. Schön. Telefonzelle. Und Bett. So. Und die auch an die Hauptleitung anschließen. Wollte ich auch noch einen Metalldetektor bauen? So. Aber dann war's das auch schon für diese Folge. Und tschüss mit Ös.